Wunderbar. Ich begrüße euch und Sie ganz herzlich im ganzheitlichen Gesundheitsnetz. Zusammengekommen sind heute einige Experten, die sich gleich selber vorstellen und zum Thema Gesundheit ein paar Impulse geben wollen, sich vorstellen und ihre Arbeit auch ein bisschen vorstellen, damit wir so ein Bild bekommen, wie das Thema Gesundheit heute völlig anders dasteht als, ich sag mal, vor 10 Jahren noch. Ich gebe das Wort gleich an meine Nachbarin Annik Lorenzen aus Markt Schwaben mit Praxis in Lindau. Annik, stelle dich weiter vor und deine Arbeit. Ja, gerne. Ja, ich bin Annik Lorenzen, Heilpraktikerin und habe eine Schmerztherapie, die sehr effektiv ist und ganzheitlich wirkt, weil ich ja nur Werkzeug bin. Schön. Ja, der Patient kann sich nur selber heilen. Mhm. Und deshalb müssen wir einfach schauen, wo liegt die Sache, also ja. Wo ist die Wurzel. Ja. Dann bin ich noch Wassertherapeutin und mache eben Behandlungen im 35 Grad warmen Wasser. Und ansonsten halt noch das ganze Spektrum, was so der Heilpraktiker so abdeckt und vor allen Dingen halt die Prophylaxe. Ich glaube, das reicht. Dankeschön, ja, fürs Erste. Cornelia Diesmann mit Praxis in München, Stimm- und Kommunikationstrainerin, Logopädin. Ja. Das ist das, was ich jetzt mal so mitgenommen habe, aber du hast noch viel mehr zu sagen. Ja, grüß Sie ganz herzlich, dass Sie jetzt uns zuhören. Dankeschön dafür. Und mein Aufgabengebiet ist die Stimme, die Kommunikation und ich möchte heute ganz gerne was erzählen. Was kann ich denn vorbeugend für meine Stimme tun, gerade jetzt so in der Übergangszeit? Und mein weiteres Arbeitsfeld sind auch Entspannungstechniken, Hilfe bei Tinnitus und Fußreflexzonen, ganz sanfte Massagen unter den Füßen, aber am liebsten mit Leidenschaft Stimme und Kommunikationstrainerin als Persönlichkeitstraining. Dankeschön. Gerne. Brigitte Collin, eine Kollegin direkt hier nebenan von der Praxis. Brigitte, ja. Erzähl über deine Augenleidenschaft. So ist es. Meine Leidenschaft sind die Augen. Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit Augen. Als staatlich geprüfte Augenoptikerin habe ich auch schon viele Augen geprüft, in viele Augen geschaut und habe so immer das Bedürfnis gehabt, mehr hinter die Augen zu schauen, was ist die Ursache für Fehlsichtigkeiten und gehe da gerne auf Entdeckungsreise mit dem Kunden. Wann hat es angefangen, mit welchem Thema könnte das zusammenhängen? Man kann das sehr gut auch kinesiologisch mit dem Muskeltest austesten, wenn jemand so ein bisschen mehr einsteigen möchte, auch an sich arbeiten möchte, dann ist es ganz wichtig, habe ich gemerkt, dass die Augen so auch wirklich bewegt werden. So wie man seinen Körper trainiert, so kann man auch die Augen trainieren, dass das ganze System beweglicher ist. Schon als wenn wir Babys sind, lernen wir zu sehen nur über Bewegung. Die ganze Motorik, das hängt mit den Augen zusammen. Ja. Und so muss man das auch eigentlich ein ganzes Leben lang immer wieder trainieren. Du hast wunderbare Übungen, können wir vielleicht nachher so eine oder zwei kurz machen, ja. Dann können die Zuschauer mitmachen. Genau. Schön, ja. Danke. Danke. Silvia Bröer, Gesundheitspädagogin Pädagogin aus München-Waldroderin. Jawohl. Erzähl doch ein bisschen mehr über dich. Ich bin Gesundheitspädagogin mit Thema Schwerpunkt Haut. Das heißt, ich begleite Menschen durch das Hautjahr und zeige ihnen, wie sie sich richtig jetzt und heute bedarfsgerecht pflegen, sodass die tägliche Pflege so selbstverständlich wird wie Zähneputzen. Ausgehend vom Thema Haut, unserem ersten und letzten Kleid, kam ich auf ein zweites Thema und das heißt Schmerztherapie. Ich kann über die Haut die Nervenbahnen erreichen und beeinflussen und damit auch Laien helfen, ihren Schmerz selber zu lindern. Mein dritter Standpunkt, mein Standbein, ist mein ganz persönliches Hobby. Ich schminke unheimlich gern und gebe Schminkworkshops. Okay.
Genau. Wir durften alle vorhin schon ein bisschen profitieren. Schön. Danke. Kathleen Thul aus Baltham bei München, unsere Feng Shui und Elektrosmog-Expertin. Kathleen, stell du dich auch noch bitte kurz vor. Ja, ich bin Kathleen Thul und ich bin Feng Shui-Beraterin, Geomantin und Elektrosmog-Beraterin. Und mein, ich habe mit Mensch und Raum zu tun. Ich biete ein ganzheitliches Konzept für gesundes Arbeiten und gesundes Schlafen. Und meine Schwerpunkte ist Schlafzimmer und Arbeitszimmer, weil das ist, wo wir viel Zeit verbringen. Und es ist sehr wichtig, dass die Energie im Raum gesund ist, dass wir unterstützt sind und dass da ist keine negative Energie, die unsere Kraft kostet und auch die Gesundheit. Also das ist, was ich anbiete. Okay. Super, vielen Dank. Angela Paul aus Zorneding, eine Innerlogin. Angela, vielleicht magst du erzählen, was wir uns darunter vorstellen dürfen. Ja, ich bin Angela Paul und meine Berufsbezeichnung nennt sich zum einen Energiepraktiker und auch Innerlogin. Das heißt, ich arbeite mit Schwerpunkt Seelenenergie. Das heißt, der Zugang zur Seele ist sehr wichtig, dass Menschen, die zu mir kommen, mit ihrem eigenen Potenzial wieder in Verbindung kommen, ihre Themen, ihre Lebensthemen vielleicht besser erkennen können, Heilung oder Selbstheilung auch erfahren von sich. Und ja, das geht einerseits über mentale Übungen, andererseits geht es auch über den Körper. Ich mache also eine Körperarbeit und über diese Körperarbeit kann man sozusagen das Feld der Seele erreichen und und der Klient erfährt dadurch eine sehr tiefe Entspannung und innerhalb dieser tiefen Entspannung findet er auch neue Lösungen für sein Thema, Lösungen auch für seine Probleme und für seine Blockaden. Und das heißt, wenn wir im Inneren das erkennen, kann sich es auch im Außen wieder verändern und verbessern, das Leben. Wunderbar. Ja, danke. Super. Vielen Dank erstmal für die Kurzvorstellung. Wir kommen zu jeder Einzelnen auf jeden Fall noch in dieser Runde. Wir haben uns zusammengefunden, weil uns ein Thema ganz wichtig ist, der Mensch. Jeder arbeitet aus dem Herzen heraus mit den Menschen, die zu ihm kommen. Und so habe ich euch alle in eurer Arbeit schon kennen und schätzen gelernt. Und wir haben nichts anderes getan, als uns vernetzt. Mhm. Und unsere Kompetenzen zusammenzubringen. Und die Vielfalt, die jetzt hier alleine schon in dieser Runde zu sehen ist, ist repräsentativ für das ganze Netzwerk. Ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich man die Themen betrachten kann über Gesundheit. Es gibt ein Thema, Rückenschmerzen, und ganz viele verschiedene Aspekte darauf. Und aus dieser Vielfalt zu schöpfen, ist wirklich sehr wertvoll und hilft sehr gut weiter.